Mit den Stimmen der Ampelfraktionen wurde ein entsprechendes Gesetzespaket auf den Weg gebracht. Begründet wird es mit Klimaschutzzielen. Was nützen immer höhere Ziele, wenn dann immer mehr Steine im Weg gelegt werden? Wie meinst du das? Auf meinem Land steht schon lange eine Mühle. Und das ist nicht nur für das Klima. Die Auflagen werden ja auch immer mehr. Und auch auf meinen Flächen sowas geht. Das habe ich früher auch gedacht. Erkundige dich mal bei meinem Planer. Das sind Profis, die können das. Wir kennen die Herausforderung. Jedes Projekt ist individuell zu betrachten. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was meine Gemeinde davon halten wird. Das ist etwas, worum wir uns immer zuerst kümmern. Alle Beteiligten müssen mitgenommen werden, um erfolgreich zu sein. Das hört sich ja sehr vielversprechend an. Und was kann Firma Denker und Wolf konkret für mich da tun? Und wie geht's dann nachher weiter? Kommen Sie mit. Ich zeige Ihnen einen Blick hinter die Kulissen. Ich bin Christoph und arbeite in der Projektierung. Wir bringen Struktur in jedes Projekt und zwar immer mit dem richtigen Augenmaß und Timing. Ich bin Steffen und arbeite in der Projektentwicklung. Auch wir lösen jede Herausforderung kreativ, individuell und fair. Was uns so stark macht, dass wir für jede Situation den passenden Spezialisten in unseren Reihen haben. Ob Artenschutz, Schall, Netzanschluss oder Stromvermarktung, wir haben für jedes Thema unseren eigenen Experten. Denk und Wulf war auch für uns ein Volltreffer. Absolut verlässlich und halten immer ihr Wort. Wie ich das damals in meiner Jugend kenne, ein Handschlag, ein Wort, passt. Ich bin Julia aus der kaufmännischen Projektsteuerung. Wir verstehen es, eine gute Situation noch besser zu machen, auch für unsere Projektpartner. Nicht lange fackeln war das Motto am Anfang der ganzen Windplanung. Schön war, dass Denker und Wulf im Verlaufe des Projektes mit der Flugsicherung es geschafft hat, dass die anfänglichen 14 Anlagen auf 21 und dann später 22 Anlagen erhöht werden konnten. Das war der absolute Hauptgewinn. Ich bin Fiete Arp von Holstein Kiel und ich bin Fan von Denker und Wulf, weil die Jungs und Mädels hier täglich dran arbeiten, dass das Flutlicht in Deutschland bald überall mit Ökostrom läuft. Unser Team ist FIFA-Sport begeistert und auch in Sachen Photovoltaik und erneuerbare Wärme ist die Denker und Wulf AG eine ausgezeichnete Adresse. Na Kai, immer noch skeptisch in Sachen Windkraft? Nee, so wie es aussieht, bin ich auch jetzt bald energiewert. Hätte ich nie gedacht, aber dein Tipp war wirklich klasse, Hans. Gratuliere, dass du noch eine Windmühle bekommst. Darauf können wir einen Lütten nehmen. Lütten und Lütten? Mal los.